Buonasera a tutti, sia agli ospiti che sono presenti qui in aula e sia a casa, che ho visto sono numerosi collegati. Ricominciamo le nostre conferenze dell'Associazione Biblioteca Austriaca dopo la pausa estiva e le ricominciamo sia in streaming online per chi non è a Udine o non può seguirci, essere presente qui in aula, sia per i nostri studenti, e vedo anche giovani studenti presenti, sia dell'università, anche, sbaglio, dell'Uccellis, vero? Ok, quindi muti dei nostri docenti che sono presenti, ed è un piacere ricominciare questo ciclo presentando una collega e un'amica, devo dire, insomma, da molto tempo, Uta Degner, che è professoressa associata all'Università di Salisburgo e che, dopo aver studiato a Bologna, a Constanza e alla Freie Universität a Berlino, e essersi aver fatto il dottorato di ricerca su Friedrich Hölderlin, qui capite anche la nostra conoscenza di lunga data, è stata prima assistente alla Freie Universität a Berlino, e dal 2009 all'Università di Salisburgo, con cui noi abbiamo non solo per vicinanza fisica, ma insomma anche per ragioni di affinità, proprio anche dal punto di vista delle tematiche, delle nostre ricerche, un legame molto forte da molto tempo. È stata guest professore in diverse università all'estero. Tra l'altro, Uta Degner conosce anche bene la nostra lingua, l'italiano, che ha anche studiato. La sua lista di pubblicazioni è insomma imbarazzante, perché parto dal tuo lavoro, insomma, dalla tua dissertazione, che insomma è il motivo anche di questo legame che si è sviluppato negli anni. Il titolo della dissertazione è Bilder im Wechsel der Töne, Hölderlins Elegie und Nachtgesänge, uscita nel 2008. In realtà, delle numerosissime pubblicazioni, voglio nominare, prima del tuo ultimissimo lavoro su Jelinek, voglio nominare il fatto che Uta Degner dal 2021 è co-direttrice della edizione di Salisburgo delle opere di Ingeborg Bachmann, una edizione meritevole che coinvolge anche tanti studiosi italiani, tra cui anche il nostro Luigi Reitani, di cui è uscita adesso, grazie anche a Uta e alle persone con cui sta collaborando, dell'edizione, proprio l'Anrufung des großen Bären, appena uscita proprio da Surakamp, che è il suo ultimissimo lavoro. E quindi la dobbiamo ringraziare anche per questo, e noi con affetto per le ragioni, insomma, di vicinanza. E però oggi Uta ci viene a parlare veramente della sua ultimissima fatica, che è una monografia che vedete sullo schermo e che è uscita da poco. Il titolo della monografia è Eine unmögliche Ästhetik, già il titolo lascia presagire, come dicevo, che lei è stata molto coraggiosa a scriverla, e noi oggi ad affrontare questo tema, perché Jelinek è molto affascinante, ma certamente non è un'autrice semplice, come tu sai molto meglio di noi, Elfriede Jelinek im literarischen Feld. E diciamo, nell'ambito di questo lavoro, che è un lavoro corposo, oggi focalizzerai la tua attenzione su quella che è l'opera più famosa di Jelinek, per cui nel 2004 ha vinto il premio Nobel, che è La pianista di Klavierspielerin, però affrontata in una dimensione poetologica, quindi veramente una prospettiva molto di novità rispetto alla lettura sul piano sociale, sociopolitico, di costume, che viene data anche di questo romanzo, certamente un romanzo di rottura anche da questo punto di vista, e soprattutto da questo punto di vista, però oggi Uta ci offrirà un'altra prospettiva. Non mi dilungo oltre, sono stata anche troppo lunga, ti lascio la parola, mi metto nel pubblico, e grazie di essere qui con noi. Vielen Dank, Elena. Ich freue mich wirklich sehr, hier
heute sprechen zu dürfen in diesem schönen Ambiente. Und danke besonders dir nochmal für die Einladung und unsere Freundschaft. Ja, ich habe gedacht, als ich das Angebot hier bekommen habe, mein Buch vorzustellen, gedacht, wie mache ich das? Ich versuche in dem Buch so ein bisschen die Genealogie von Jelineks Ästhetik nachzuzeichnen, vor dem Hintergrund dessen, was zeitgleich im literarischen Feld der deutschsprachigen Literatur passiert. Und habe mich dann auch in Absprache mit Elena dafür entschieden, tatsächlich nur ein Kapitel vorzustellen, weil ich gedacht habe, das wird sonst irgendwie zu unübersichtlich. Und ein Kapitel eben über den bestimmt bekanntesten Roman Jelineks, nicht zuletzt auch wegen der Verfilmung durch Michael Haneke, die sicher viele von Ihnen gesehen haben, mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, der auch diverse Preise bekommen hat. Und der Roman, du hast es schon gesagt, der 1983 erschien, wurde von der Forschung bislang vor allem psychologisch und soziologisch gelesen, als Studie über die gescheiterte Emanzipation einer Tochter von ihrer Mutter in einem kleinbürgerlichen, sehr wienerischen Milieu. Viele kennen den Roman wahrscheinlich. Ich sage vielleicht nur noch mal ganz grob, um was es geht. Die Protagonistin ist so Mitte, Ende 30, Erika Kohut. Sie lebt immer noch mit ihrer Mutter. Sie schlafen sogar im selben Bett. Nachdem der Vater nach einer Geisteskrankheit gestorben ist, hat Erika quasi so seine Position übernommen in dieser Zweierkonstellation, die sehr, sehr eng ist. Erika ist ein ewiges Kind. Sie kann sich nicht aus den Klauen ihrer Mutter befreien und hat ihr ganzes Leben nach den Vorstellungen der Mutter ausgerichtet, die eben für Erika schon sehr früh sehr dezidierte Vorstellungen hat. Sie muss eine Weltpianistin werden und mit Weltruhm erringen. Erika scheitert dann bei einem wichtigen Vorspiel, aber sie schafft es immerhin, Professorin am Wiener Musikkonservatorium zu werden. Sie beginnt dann im Verlauf des Romans eine Art von Beziehung mit ihrem Klavierschüler Walter Klemmer, die aber aufgrund von Erikas psychischer Disposition ziemlich schief geht. Dieses Milieu wird im Roman von Jelinek äußerst kritisch gezeichnet, ja karikiert. Jelinek hat in Interviews immer wieder betont, wie sehr biografisch dieser Roman ist. Das ist eigentlich erstaunlich, nicht zuletzt Inge Athel wundert sich schon 1991 über das Paradoxon, Zitat, dass Jelinek im Gegensatz zu den meisten Schriftstellerinnen die Autobiografie sorgfältig vermieden hat, bis zuletzt in der stark autobiografisch geprägten Klavierspielerin, Zitat Ende. Wie dieser plötzliche Wechsel erklärt werden kann, ist bislang eine offene Frage. Malis Jans kommt 2003 zu einem ernüchternden Urteil über die existierende Forschung. Zitat, fast 20 Jahre nach dem Erscheinen der Klavierspielerin gibt es außer einigen anregenden Skizzen keine Interpretation des Romans, die in einem komplexeren Sinn für sein Verständnis hilfreich wäre. Gerade die Beschäftigung mit den biografischen Bezügen habe sich dabei, so Jans, als Sackgasse erwiesen. Nochmal Zitat, Jelineks Hinweise auf autobiografische Aspekte der Romanfigur Erika Kohut dürften für das Verständnis des Romans eher hinderlich gewesen sein und einer oft naiv identifikatorischen Lektüre Vorschub geleistet haben. Ein dominanter Forschungsstrang widmet sich unterschiedlichen Facetten einer psychoanalytischen Interpretation, obgleich Jans schon 1995 gezeigt hat, wie solche Deutungen ins Leere laufen, weil sie bereits vom Roman selbst parodiert werden. Meine folgende Interpretation will trotz dieses Warnhinweises von Malis Jans diese autobiografische Investition der Autorin ernst nehmen, sie hebt aber stärker auf die ästhetische Produktivität der biografischen Beglaubigung ab.
Jeleneks Klavierspielerin, so meine These, leistet nicht weniger als eine Bloßlegung der ästhetischen Genealogie der Autorin, also ihrer ästhetischen Entwicklung, und stellt sich dabei in eine ganz bestimmte avantgardistische Traditionslinie, die des Wiener Aktionismus, dessen ästhetische Praxis Jelinek ins Literarische transformiert. Fangen wir beim Ende des Romans an, mit der letzten Szene, die am Morgen nach Erikas nächtlicher Vergewaltigung durch ihren Klavierschüler Walter Klemmer spielt und nur 4 Druckseiten in Anspruch nimmt. Sie mündet darin, dass Erika sich in der Wiener Innenstadt ein Messer in die Schulter rammt. Und irgendwo habe ich ja genau, da habe ich einen Ausschnitt aus der Verfilmung von Michael Haneke. Sie sehen, da hat sich das Setting etwas geändert und der Kontext, aber da haben Sie die Szene zumindest im Bild. Die Passage, die mich interessiert, beginnt mit dem Satz, Zitat, schon geht Erika fort und hat ihre Mutter hinter sich zurückgelassen und endet mit den Worten, Erika weiß die Richtung, in die sie gehen muss. Sie geht nach Hause, sie geht und beschleunigt langsam ihren Schritt. Das ist zugleich auch der Schlusssatz des Romans. Die Forschung ist einhelliger Meinung, dass eben dieser Schluss ein resignatives Zurückkehren Erikas in die Gewalt der mütterlichen Sphäre darstellt. Erika gelingt es nicht, sich von der mütterlichen Gewalt zu lösen. Dabei, also dem würde ich zustimmen, dabei wurde jedoch übersehen, was diese letzte Szene in Erikas Leben Neues bringt. Ihre Selbstverletzung auf offener Straße verschiebt ihre bislang im Verborgenen stattfindende Selbstfolter. Sie ritzt sich nämlich mit einer Rasierklinge, seit sie Teenagerin ist. Und da gibt es mehrere Szenen im Roman, wo das beschrieben wird. Aber das ist eben immer heimlich. Keiner bekommt davon Wind und keiner merkt es. Und in der letzten Szene, also tauscht sie nicht nur die Rasierklinge gegen das Messer aus, sondern sie geht auch damit an die Öffentlichkeit und macht das eben vor Publikum. Wenn sich Erika auch sozial nicht von ihrer Mutter und ihren internalisierten Zwängen befreien kann, sie geht ja nach Hause, kommt sie am Ende des Romans dazu, ihr daraus resultierendes Leiden öffentlich darzustellen. Die Szene des Messerstichs und überhaupt ihr gesamter versehrter Spaziergang, weil sie läuft dann noch durch den ersten Wiener Bezirk, wird damit lesbar als Allegorie der Kunstkonzeption des Romans. Er plädiert für eine Kunst, die keine Emanzipation ermöglicht, aber gesellschaftlich erlittene Zwänge auf anstößige Weise am eigenen Leib quasi öffentlich sichtbar macht. Und tatsächlich lässt sich wahrnehmen, dass Erika im Lauf des erzählten Geschehens eine spürbare Entwicklung durchmacht, die man zunächst vielleicht als Weg von der Dunkelheit ans Licht bezeichnen kann. Freilich ohne, dass damit jetzt heilsgeschichtliche Töne verbunden sein sollen. Der letzte Absatz des Romans spricht von der immer kräftiger werdenden Sonne. Und auch kurz zuvor heißt es, Erika Kohut steht da und sieht. Sie schaut zu. Es ist heller Tag und Erika schaut zu. Der scheinbar unmotivierte Zusatz, es ist heller Tag, weist darauf hin, dass Erika bislang im Dunkeln und unbemerkt von anderen zugeschaut hat. Im dunklen Kinosaal, also sie geht gern in das Pornokino, auch heimlich, ihre Mutter weiß davon nichts, im Bretterverschlag der Piepshow, in der dunklen Nacht der Praterauen. Also in diesen ganzen Szenen macht Erika schon Dinge, die ihre Mutter ihr verbietet und die sie heimlich tut. Insofern kann man schon in diesen Handlungen auch einen Indiz sehen, dass sie sich doch auch der Mutter nicht vollkommen fügt, sondern längst eigentlich schon begonnen hat, ihr heimliches Doppelleben zu führen. Wenige Tage zuvor noch war in Hinblick auf das Aufgehen der Sonne davon die Rede, dass, Zitat, sich der Tag durch eine unangenehme Helligkeit ankündige.
Jetzt plötzlich setzt sich Erika freiwillig dem Sonnenlicht aus. Zitat: Erikas Rücken, an dem der Reißverschluss ein Stück offen steht, wird gewärmt. Der Rücken wird von der immer kräftiger werdenden Sonne leicht angewärmt. Erika geht und geht, ihr Rücken wärmt sich durch Sonne auf. Erikas Stich in die Schulter ist in der Reihe der Selbstverletzungen Erikas die erste, die im öffentlichen Raum stattfindet und Publikum hat. Menschen blicken von der Schulter zum Gesicht empor, einige wenden sich sogar um. Der Gegensatz zu früher wird im Vergleich deutlich. Also Vergleich die frühere Stelle, da hieß es, sie wird vom keimhellen Kreis angezogen. Sie sitzt allein in ihrem Zimmer, abgesondert von der Menge. Erikas Auftritt, wie man es vielleicht nennen kann, am Ende des Romans, wird auch entsprechend angekündigt. Der Morgen könnte Erika anregen, einen Grund dafür zu suchen, wozu sie sich all die Jahre von allem abgeschlossen hat. Um eines Tages groß hervorzutreten aus den Mauern und alles zu übertreffen. Warum nicht jetzt? Heute? Straßen wird Erika betreten, um alle zu verblüffen. Dazu wird ihre Anwesenheit allein ausreichen. Diese Passage hat unüberhörbar auch einen ironischen Ton, der dadurch zustande kommt, dass Erika hier diesen Wunsch der Mutter, der eben sehr eminent ist, dass sie Erika alle übertrifft und triumphiert über ihre ganze Umwelt, dass sie den hier übernimmt. Dieser ironische Ton sollte aber nicht dazu verleiten, das enthaltene Pathos eines Auftritts zu überlesen. Und tatsächlich erregt Erikas Auftritt dann Aufmerksamkeit. Sie bietet einen ungewohnten Anblick, wie dazu gemacht, Menschen zu fliehen. Die Leute scheuen sich nicht zu starren. Sie machen im Umdrehen Bemerkungen. Sie schämen sich nicht ihrer Meinung über die Frau. Sie sprechen sie aus. In ihrem unentschlossenen Halbminikleid wächst Erika zu voller Höhe empor, mit Jugend in scharfen Wettkampf tretend. Allerorten deutlich sichtbare Jugend verlacht die Frau Lehrerin offen. Die Jugend lacht über Erika bezüglich deren Äußerlichkeit. Erika lacht über die Jugend bezüglich deren Innerlichkeit ohne rechte Inhalte. Ein Männerauge signalisiert Erika, sie sollte nicht so ein kurzes Kleid tragen. So schöne Beine hat sie nun auch wieder nicht. Lachend schreitet diese Frau herum. Das Kleid passt nicht zu ihren Beinen und die Beine passen nicht zum Kleid, wie auch der Moderatgeber sagen würde. Erika erhebt sich aus sich heraus und über andere. Erikas Mut zum Affront zeigt sich in ihrem selbstbewussten Lachen. Ja, sie, Zitat, höhnt laut Hals zurück, wo sie wahrnimmt, dass sie verspottet wird. Ihr Herumschreiten legt nahe, dass Erika ihren aufsehenerregenden Auftritt bewusst theatral gestaltet und die Aufmerksamkeit eines Publikums intentional sucht. Erika geht über freie Plätze vor Museen. Touristen gaffen zuerst auf die Kaiserin Maria Theresia, dann auf Erika, dann wieder auf die Kaiserin. Ein starker Wille zur Selbstinszenierung äußert sich bereits in Erikas vestimentärer Aufmachung gegen Ende des Romans, die einen markanten Unterschied zu ihrem bisherigen Erscheinungsbild darstellt. Bislang kleidete sie sich unauffällig neutral. Zitat, das zweite jetzt hier. Normalerweise hat Erika immer nur Rock und Pulli oder im Sommer Bluse an. Obwohl sie ein ausgeprägtes Faible für schöne Kleider besitzt und, wie gleich auch in der ersten Szene deutlich wird, öfter in Boutiquen der Innenstadt einkauft, schlummerten diese Kleider bislang im Verborgenen von Erikas Schrank und wurden nur, Zitat, in der Nacht, wenn alles schläft und nur Erika einsam wacht, als Zeugen ihrer geheimen Wünsche aufgesucht. Nach ihrer ersten intimen Begegnung mit Klemmer in der Schülertoilette, die bereits mit Theatervergleichen begleitet wird, und ihrer regiemäßigen Ankündigung, dass sie, Zitat, ihm in Zukunft alles aufschreiben werde, was er mit ihr anfingern dürfe. Also nach dieser ersten Begegnung, nach dieser ersten intimen, werden die Kleiderschränke plötzlich ausgeführt, ja förmlich aufgeführt. Denn auch hier ist eine theatrale Übertreibung am Werk.
Erika kleidet sich nicht mehr nur, sie verkleidet sich mit Ketten, also Zitat, wenn ich so mache, heißt es Zitat, mit Ketten, mit Manschetten, mit Gürteln, mit Schnürungen, mit Stöckelpumps, mit Tüchlein, mit Gerüchen, mit abnehmbaren Pelzkragen, mit einem neuen klavierhinderlichen Plastikarmband. Ein Vokabular aus Theater und Zirkus, das heißt Fundus, Figurine, Zirkuspferd, hebt die Kunsthaftigkeit, die Unnatur von Erikas Kostümierung hervor. Ja, das war seine. Zum plündert die Frau ihre so lang unbenutzten Kleidervorräte. Allerorten wird bestaunt und beachtet, wie sie des Guten zu viel tut und zu tief in den Schminknapf greift. Eine Metamorphose macht sie durch. Sie zieht nicht nur Kleider aus ihrem reichhaltigen Fundus an, sondern sie kauft auch noch die passenden Accessoires dazu, kiloweise in Gestalt von Gürteln, Taschen, Schuhen, Handschuhen, Modeschmuck. Erika stapft wie eine betrunkene Figurine einher, gestiefelt und gespornt, getarnt und geharnischt, geschmückt und verzückt. Erikas Aufgeputztheiten provozieren Walter Klemmer, der durch sie in unvernünftigen Zorn gerät und erregen den unverhüllten Spott von Leuten, die Erika schon längst kennen. Erika macht sich mit dieser Aufmachung, so heißt es zweimal, lächerlich. Zitat: Dieser Putz, dieser Firlefanz, den Klemmer als grob verunstaltend empfindet und über den auch Erikas Mutter schimpft, hat vorderhand den Zweck, Zitat, Schüler, also Walter Klemmer, noch heftiger zu gefallen zu sein. Zugleich aber hat er noch einen anderen Effekt. Erikas Übertreibung, nämlich ihre vielen textilen Schichten, haben die Wirkung, dass sie, Zitat, gut und stramm eingewickelt ist. Das heißt auch mal an einer Stelle, sie trägt 10 Schichten übereinander. Damit etabliert sich ein doppelter Bezug, einerseits zu Erikas unfreier Existenz und zweitens zu ihrer masochistischen Brieffantasie. Erikas Daseinsweise ist schon von Kindheit an eine an Gängelbanden und der Roman entfaltet diese Metaphorik an vielen, vielen Stellen. Zum Beispiel: In grausiger Unbeholfenheit fällt das Kind, das sich nur bewegen kann, als stecke es bis zum Hals in einem Sack, über Vorrichtungen niedrig gespannte Schnüre, rudernd mit Armen und Beinen. Sie ist mit den Stricken ihrer täglichen Pflichten verschnürt wie eine ägyptische Mumie. Also das ist diese Metaphorik, dass die Erika in ihrem Alltag so an Gängelbanden ihrer Mutter hängt, dass sie eben wie eingeschnürt ist. Auch in Erikas Brief an Klemmer, also sie schreibt dem Klemmer einen langen Brief, in dem sie ihm genaue Anweisungen gibt, wie er mit ihr umgehen soll. Und dieser Brief ist sehr sadomasochistisch angelegt. Ja, es geht darin maßgeblich darum, dass, Zitat, das zweite jetzt auf der Folie, er sie fest, stramm, gründlich, ausgiebig, kunstgerecht, grausam, qualvoll, raffiniert mit den Stricken und auch den Lederriemen und sogar Ketten fesselt, ver- und zusammenschnürt und zusammenschnallt. Klemmer soll aus Erika ein Paket machen, das vollkommen wehrlos ist. Nochmal ein Zitat aus dem Brief. Binde mir bitte mit dem Gummischlauch, ich zeige dir schon wie, diesen Knebel so fest in den Mund, als du nur kannst, damit ich ihn nicht mit der Zunge herausstoßen kann. Der Schlauch ist bereits vorbereitet. Wickle bitte auch meinen Kopf, damit mein Genuss sich steigert, fest in ein Kombinagehemd von mir ein und binde mir dieses so fest und unkunstgerecht um mein Gesicht, dass es mir völlig unmöglich ist, es abzustreifen. Und lasse mich in dieser Stellung stundenlang schmachten, dass ich währenddessen gar nichts unternehmen kann, ganz mit mir und in mir allein gelassen. Wenn Erika Klemmer also dazu auffordert, sie so zuzurichten, dass sie sich in seinen grausamen, süßen Fesseln gar nicht rühren kann, so reinszeniert sie in diesem Brief also nur, was sie in ihrem echten Leben eh schon erleidet. Heißt es schon auf Seite 12, die Frau Mama träume von neuen Foltermethoden, so wiederholt Erikas Brief solche Träume
Und bei beiden ist das gefolterte Objekt dasselbe, nämlich Erika selbst. Die metaphorischen mütterlichen Bande materialisieren sich im Brief zu masochistischen Fesselfantasien. Analog hat Erikas Kostümierung in sorgfältig aufgetragenen Schichten die Hülsen, Häute, Hüllen, Deckel, welche die Tochter sich auferlegt, dieselbe Anmutung wie ihre Schnürfantasie. Sie zeigen ostentativ eine Frau in Fesseln. Wenn Erika in diesem Kontext als prachtvoll schabrackiertes Tier bezeichnet wird, führt dies zu dem letzten Absatz des ersten Romanteils, der in einer Art essayistischem Einschub die Metaphorik vom Tier in der Manege entfaltet. Und das ist auch grafisch sehr auffallend. Dieser letzte Absatz ist abgehoben von dem vorherigen und es bleibt dann so kommentarlos stehen. Also wie so eine essayistische Digression. Liebt das ehemalige Tier der Wildnis und jetzige Tier der Manege seinen Dompteur? Es kann möglich sein, doch es ist nicht obligat. Der eine bedarf des anderen dringend. Der eine braucht den anderen, um sich mithilfe von dessen Kunststücken im Scheinwerferlicht und zum Schinderasser der Musik aufzublasen wie ein Ochsenfrosch. Das andere braucht den einen, um einen Fixpunkt im allgemeinen Chaos, das einen blendet, zu besitzen. Das Tier trägt affige Verkleidungen auf Kopf oder Rücken. Man hat manche schon auf Pferden mit ledernen Schonbezügen reiten gesehen. Und sein Herr, der Dompteur, knallt mit der Peitsche. Er lobt oder straft, je nachdem, wie das Tier es verdient hat. Aber der gefinkelteste Dompteur hat noch nicht die Idee gehabt, einen Leoparden oder eine Löwin mit einem Geigenkasten auf den Weg zu senden. Der Bär auf dem Fahrrad ist schon das Äußerste gewesen, was ein Mensch sich noch vorzustellen vermag. Die Metaphorik zirkushaften Zwangs, bei dem die Rolle des dressierten Tiers durch die Erwähnung eines Musikinstruments am Ende eindeutig auf Erika gemünzt ist, wiederholt sich dann im zweiten Teil des Romans in Erikas selbst zur Schaustellung als Zirkuspferd. Die erfahrene Gewalt wird dort von Erika demonstrativ und mit einem Sinn fürs Übertriebene performativ aufgeführt. Bezeichnenderweise wird die Frage vom Anfang der zitierten Passage im Verlauf der Reflexion nicht beantwortet. Es bleibt daher eine Ambivalenz darüber bestehen, mit wie viel innerer Affirmation sich das Tier mit seiner Rolle identifiziert oder inwiefern es innerlich revoltiert. Schon Erikas Brief zeigt bei allem Wiederholungszwang doch eine entscheidende Umwertung. Erika übernimmt die Rolle des Dompteurs wie auch die des Tiers in der Manege. Was sie sonst passiv erleidet, entwirft sie im Brief aktiv und selbstbestimmt. Was sie in ihrem echten Leben beklagt, wird hier zu etwas, das scheinbar gut erfunden ist. Ist Erika in ihrem Alltag passive Spielfigur ihrer Mutter, wird sie im Brief in ihrer neuen, anstößigen Aufmachung selbst zur aktiven Regisseurin ihrer Inkettenlegung. Selbst Klemmer muss ihr mit etwas Abstand Anerkennung zollen. Nicht schlecht erstaunt ist Walter Klemmer über diese Frau, denn sie wagt, was andere bloß versprechen. Widerwillig beeindruckt ist er, nachdem er eine Atempause der Überlegung gemacht hat, von den Grenzen, gegen die sie sich lehnt, um sie etwas nach außen zu verschieben. Der Spielraum ihrer Lust wird sicher ausgeweitet. Klemmer ist beeindruckt. Erika kennt ihre Umzäunung seit Jahren. Die Mutter hat die Pflöcke eingeschlagen, doch sie gibt sich nicht damit zufrieden. Sie reißt diese Pfähle wieder heraus und scheut sich nicht, neue mühselig einzuhämmern, anerkennt der Schüler Klemmer. Er ist stolz, dass der Versuch ausgerechnet mit ihm gemacht werden soll. Darauf kommt er nach längerer Überlegung. Klemmer bringt in seiner Überlegung sehr präzise zum Ausdruck, worin die Quintessenz von Erikas Brief besteht. Nämlich nicht nur darin, die von der Mutter eingeschlagenen Grenzpfähle herauszuschlagen, sondern zugleich, Zitat nochmal, neue mühselig einzuhämmern. Nicht Befreiung ist also Erikas Intention, sondern eine Veräußerlichung. Nicht die Aufhebung der Zwänge und Grenzen, sondern ihre Verschiebung, ihre Bearbeitung.
Und dieser konstruiert einen Spielraum, wie es hier auch im Zitat heißt, Zeile 5, einen Spielraum, den man wieder im theatralischen Sinne einer performativen Aufführung verstehen kann. Erika gleicht also einem Tier im Käfig, das sich freiwillig zum Zirkustier aufschwingt, um dadurch die künstliche Unnatur seiner Existenz auszustellen. Symbol dieser Ermächtigung und gleichzeitigen Sichtbarmachung der Fesselung ist der neue cowboyhafte Hut mit einem Band und einem kleinen Schuber aus dem gleichnamigen Stoff wie der Hut, mittels dessen sie den Hut unter dem Kinn fixiert. Und Sie hören hier auch schon am Vokabular die Parallelität zur Literatur. Ja, der kleine Schuber mit dem Stoff. So. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Also mit Bändern fixiert und zugleich auf exaltierte Art inszeniert, dies ist die Doppelpoligkeit, die der Cowboy-Hut symbolisiert. Das bereits erwähnte Kleid, was die Erika dann am Schluss anzieht, ist vielleicht der sprechendste Ausdruck dafür, dass sie der Rolle der fügsamen, braven Tochter entwachsen ist. Es ist nicht nur sichtbar vollständig veraltet, sondern auch zu eng und geht im Rücken nicht ganz zu. Die Tochter steht an allen Ecken und Enden hervor. Trotz des Protests der Mutter, die sagt, in diesem Aufzug gehst du mir nicht, wird Erika das Kleid anbehalten. Das ostentative Nicht-mehr-Passen des Kleides zieht wie alle von Erikas neueren Outfits Blicke auf sich. Zitat, Erikas Ministerium des Äußeren trägt ein Kleid, nach dem sich mancher spöttisch umdreht. Im letzten Absatz des Romans kommt der Erzähler nochmal auf das Kleid zu sprechen. Und einen Teil dieser Passage haben Sie schon gehört. Erikas Rücken, an dem der Reißverschluss ein Stück offen steht, wird gewärmt. Der Rücken wird von der immer kräftiger werdenden Sonne leicht angewärmt. Erika geht und geht. Ihr Rücken wärmt sich durch Sonne auf. Blut sickert aus ihr heraus. Menschen blicken von der Schulter zum Gesicht empor. Einige wenden sich sogar um. Es sind nicht alle. Und dann kommt erst der Schluss. Im Gegensatz zu den zuvor aufgetragenen vielen textilen Schichten, von denen eine immer verhornter und verwaschener als die nächste ist, scheint Erika hier am Ende ungeschützt. Dies umso mehr, als die Szene im Winter spielt. Erika aber außer dem leichten Kleid und einigen Bandagen nichts trägt. Also sie hat nicht nur diese Verletzung, die sie sich durch das Messer zugefügt hat, sie trägt auch mehrere Bandagen, weil sie die Mutter sie verbunden hat nach der Vergewaltigung durch Walter Klemmer, wo sie auch schon Verletzungen davongetragen hat. Das Bild des von der Sonne gewärmten Rückens entfaltet ein fast idyllisches Szenario, als übertrage die immer kräftiger werdende Sonne Energie auf Erika, die wirklich beschleunigt. Auffällig ist der Wechsel vom Passiv zum Aktiv. Wird der Rücken zu Beginn des Abschnitts passiv von der aktiven Sonne gewärmt, steht er kurz darauf selbst im Aktiv und die Sonne ist zum Mittel geworden. Er wärmt sich durch die Sonne auf. Ebenso Erika. Erika geht und geht. Erika weiß die Richtung, in die sie gehen muss. Die anaphorischen Wiederholungen bekräftigen Erikas Subjektposition nachdrücklich, welche auch inhaltlich betont ist, wird. Erika weiß. Diese Selbstsicherheit geht damit einher, dass Erika die Äußerungen ihrer Mutter nicht mehr hört. Zitat, die Tochter hört es nicht und sie hört der Mutter nicht zu. Heißt es gleich zweimal. Ja, Zitat, sie hat die Mutter hinter sich zurückgelassen. Das Perfekt-Tempus innerhalb des präsentischen Erzählens verleiht diesem Halbsatz einen besonderen Nachdruck. Erikas Performance in der letzten Szene des Romans sollte indes nicht als Befreiungsschlag glorifiziert werden. Erika ist schwächlich und gegenüber dem Wunsch, Zitat, das Messer soll ihr ins Herz fahren und sich dort drehen, kann die harmlose Wunde an der Schulter als ein Versagen gelten. Zitat, der Rest der dazu nötigen Kraft versagt, heißt es explizit. Doch in all ihrer Gebrochenheit
bleibt ihre Stichaktion eine dramatische Szene, der auch Erikas theatrale Grimasse entspricht. Und das hat Michael Haneke sehr getreu übernommen, wenn Sie sich an den Filmstil erinnern, wo auch Isabelle Huppert so ihr Gesicht verzieht. Zitat: Die Frau dreht den Hals sehr weit zur Seite und bleckt das Gebiss wie ein krankes Pferd. Der Pferdevergleich nimmt hier am Schluss die Zirkuspferd-Metaphorik wieder auf. Dass Erikas Stich kein impulsiver, emotionaler Ausbruch ist, macht der Text explizit. Zitat: Ohne einen Aufschwung des Zorns, der Wut, der Leidenschaft, sticht Erika Kohut sich in eine Stelle an ihrer Schulter, die sofort Blut hervorschießen lässt. Der Stich ist auch nicht als Geste Klemmers gegenüber intendiert, denn dieser ist bereits mit seinen Kommilitonen im Universitätsgebäude verschwunden. Er wird gar nicht Zeuge von Erikas Tat. Dieser Abschnitt, also diese Szene der Selbstverletzung, wird gerahmt von einem Einleitungs- und Schlusssatz, die beide reflektiertes Licht von Fensterscheiben thematisieren. Also Fenster blitzen im Licht und dann später heißt es, eine Autoscheibe lodert auf. Damit sind mögliche Zuschauer thematisiert, die aber gerade nicht personal sichtbar werden, sondern vielmehr in der Anonymität verbleiben. Es sind keine Beteiligten, die eingreifen könnten oder wollten. Ihre Rolle entspricht der eines Theaterpublikums. Auffallend ist die forciert literarische Stilisierung des Absatzes vor der Folie des Endes von Kafkas Romanfragment Der Prozess. Vielleicht haben Sie es, wenn Sie das vor kurzem gelesen haben, haben Sie schon einige Zitate wiedererkannt. Also Jelinek übernimmt hier sehr viel in dieser einen Szene aus der Mordszene in Kafkas Prozess. Diese Intertextualität wurde von der Forschung schon sehr ausführlich nachgewiesen. Deshalb mache ich das jetzt aus Zeitgründen, also zeige ich das jetzt nicht mehr eigens. Und beschränkt mich auf die Frage, was das für eine Funktion hat. Der Vorschlag von Uda Shestak, den Kafka-Bezug gendertheoretisch zu lesen, dass nämlich die Frau nicht einmal Opfer werden könne, folgt zwar Jelineks eigener Aussage in einem Interview, widerspricht jedoch, wie bereits Claudia Liebrandt betont hat, dem Romankonzept, demzufolge, Zitat, die Protagonistin sowohl als Täterin als auch als Opfer modelliert wird. Also es war ein Zitat von Claudia Liebrandt. Eher ist an einen anderen Aspekt zu denken, den Jelinek in einem Interview mit der Schwarzen Botin auch selbst hervorhebt. Kafkas Mordszene, so betont sie da, sei ja eine ganz große Zelebration. Auch bei dem Prozess Intertext scheint es Jelinek also auf den inszenatorischen Charakter anzukommen. Erika Kohuts Auftritten wird, so Jelinek, eine solche große Zelebration verweigert. Bei ihr sei alles so mickrig irgendwie. Gegenüber stehen sich hier allerdings nicht Inszeniertheit und Natürlichkeit, sondern zwei unterschiedliche Inszenierungsstile. Ein pathetischer Stil der großen Geste, wie in Kafkas zwei Herren im Gehrock verkörpern, also die Mörder Josef Kaas. Dieser pathetische Stil steht gegen einen mickrig lächerlichen Stil, wie er von Erika Kohut praktiziert wird, die aber genau darin in die Nähe zu Josef K. rückt, der, wie es bei Kafka heißt, wie ein Hund stirbt mit dem Gefühl, versagt zu haben. Zitat von Kafkas Prozess: Vollständig konnte er sich nicht bewähren. Die Verantwortung für diesen letzten Fehler trug der, der ihm den Rest der dazu nötigen Kraft versagt hatte. Ja, und Sie erinnern sich vielleicht, auch bei Jelinek hatten wir schon dieses Zitat, die dazu nötige Kraft versagt. Ja, also da ähneln sich Erika K. und Josef K. Wie Claudia Liebrandt hervorhebt, Zitat, das habe ich jetzt vergessen, lässt sich der gesamte Prozessroman auch als Selbstgericht lesen, als Selbstinquisition und Selbstverurteilung, als innere Abrechnung des Protagonisten mit sich selbst. Eine Lektüre, die K.,
Der ganz zu Beginn des Romans, nach dem Frühstück, mithin dem ersten Gericht des Tages, läutet sein eigenes Verfahren, also auf verquere Weise in Gang setzt, neben der Position des Angeklagten und des Opfers eben auch die des Richters, des Täters zuweist. Diese Lesart mag vielleicht etwas forciert scheinen, sie gewinnt allerdings an Plausibilität, wenn man nicht Josef K. als Richterinstanz konzipiert, sondern den impliziten Autor Franz Kafka, der sich im Medium des literarischen Textes bzw. mittels seines mit einigen persönlichen Analogien ausgestatteten Protagonisten selbst den Prozess macht. Wie Anne Critchfield betont, besteht ein zentrales Moment von Kafkas Texten in einem mehr oder weniger transparenten Durcharbeiten autobiografischer Motive. Und Critchfield sieht genau darin auch eine Parallele zur Klavierspielerin. Critchfield stützt sich auf Texte wie Das Urteil oder Brief an den Vater, um die Ähnlichkeit zwischen Kafka und seinen ewigen Söhnen und Jelinek und ihrer ewigen Tochter Erika Kohut aufzuweisen. In der distanzierenden Selbstobjektivierung mittels der dritten Person fiktionalen Schreibens sieht sie die Möglichkeit einer Befreiung von sozialen Zwängen. Liberation, if it is at all possible, can only be accomplished if a new form or situation of speech is established. In other words, an alternative voice needs to be found at a higher or distinct level for a dialogue about the conflict between parent and child to take place. In The Judgment, an attempt at this manifests itself on two levels. Within the text, Georg's letter to his friend can be read as a road to finding this dominant voice. At the artistic level, the text itself can be seen as a proof of the emergence of a dominant voice or subject, that is, the voice of the writer, Franz Kafka. Analoges konstatiert Critchfield auch in Bezug auf den Roman Die Klavierspielerin, ohne jedoch, dass sie das Potenzial, das ihre These eigentlich hat, auszuschöpfen. In Erika Kohut, we can see the identification of Jelinek with her heroine, although similar to Kafka, she formally attempts to retain a degree of authorial control over her figures by presenting the story in the third person. Identifizierung ist es jedoch gerade nicht, was Jelineks Erzählstimme betreibt, ja, und da können wir jetzt wieder uns erinnern an die Kritik von Jans, diese naiv identifizierenden Lektüren. Vielmehr ist es die von Critchfield an Kafka beobachtete Distanzierung durch Erfindung einer neuen Autorstimme, wie sie auch in der Klavierspielerin zum ersten Mal in Erikas langem Brief sichtbar wird. Diese fiktionale Selbstobjektivierung findet also auf zwei Ebenen statt. Erika vollzieht sie im Brief an Klemmer, die Autorin Jelinek im und durch den Roman Die Klavierspielerin. Die Anspielung auf Kafka beschränkt sich nicht auf die letzte Szene, sondern, wie auch die Forschung schon festgestellt hat, durchzieht in den Namensabkürzungen K sowohl für Erika Kohut als auch für die Damen K, also Erika und ihre Mutter, und auch für Walter Klemmer, auch der, dessen Nachname beginnt mit K, den gesamten Roman. Und etablieren damit eine grundsätzliche Parallele zwischen Kafkas Schreiben und dem Roman. Wenn Erika gegen Ende als Zirkuspferd und lächerliche Figur präsentiert wird, ist genau eine solche Selbstdistanz erreicht, die nicht davor zurückschreckt, die Protagonistin selbstironisch zu perspektivieren. Und genau in einem solchen ironisch verschärften Umgang mit der eigenen Biografie, die die eigene Person quasi seziert, äußerst erbarmungslos und nicht frei von entlarvender Komik, besteht die Relevanz der Autorschaft Kafkas in der Klavierspielerin. Es mag zwar eine familiäre Parallelität geben, eine Wahlverwandtschaft, auch eben biografischer Art. Zentral für die Klavierspielerin sind allerdings, so würde ich meinen, nicht Kafkas autobiografische Texte, sondern die allegorisierenden Zirkusgeschichten der posthum erschienenen Hungerkünstler-Erzählsammlung,
in der die Selbstobjektivierung jetzt weniger das Biografische betrifft, als vielmehr die künstlerische Autorschaft, das literarische Selbstverständnis. Ja, diese Hungerkünstlererzählungen, vier Geschichten, die seit Februar 1922 entstanden sind, stehen im Zusammenhang mit einer Notiz vom Februar 22, in der Kafka einen Plan der selbstbiografischen Untersuchungen annonciert. Das habe ich jetzt nicht dabei. Zitat Kafka: Nicht Biografie, sondern Untersuchung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile. Statt einer positiven Konstruktion einer Entwicklung des Subjekts steht also ein analytisch selbstreflexiver, zerlegender Blick im Vordergrund. Bernd Auerochs sieht die ironische Relativierung als bestimmendes Merkmal von Kafkas späten Künstlergeschichten. Und Auerochs identifiziert eine solche gleich auf drei Ebenen. Erstens in einer inhaltlichen, Zitat, Dialektik, die das Außerordentliche als das Übliche enttarnt. Zweitens in dem Einsatz eines Erzählers, nochmal Zitat, der die Geste des Erzählens mit der Reflexion verbindet. Und drittens, last not least, die exzeptionelle Schwäche der Künstlerfiguren, die vom Männlichkeitsideal des normalen erwachsenen Menschen, Mannes stark absticht. Daran knüpft Jelineks Roman an. Wenn am Ende Kafkas große Zelebration ein ins Lächerliche gehendes Makeover bekommt, ist das verstehbar als Anschluss an Kafkas Selbstironisierungen. In der letzten Szene von Jelineks Roman literarisiert sich das Geschehen durch die Anlehnung an Kafkas Formulierungen buchstäblich. Und es bleibt offen, ob bereits in der Perspektive von Erika K., ja, der Roman hat sehr, sehr oft so interne Fokalisierungen, oder in der Perspektive des Erzählers. Das bleibt ambivalent. Die Szene der Selbstverletzung wird zur Allegorie, als Darstellung einer schonungslosen, sich selbst dem kalten Blick und der ironisierenden Selbstverletzung unterziehenden Autorschaft. Die fiktionale Autobiografie wird also buchstäblich zur Autorbiografie, als Darstellung der Geburt einer Autorschaft aus dem beschädigten Leben, für die Kafkas Poetik des Messerstichs, wie die Forschung auch Winfried Menninghaus Kafkas Interesse am Messerstich auch schon bezeichnet hat. Also für die Kafkas Poetik des Messerstichs und damit komme ich jetzt zu meinem letzten, auch kürzeren Teil, nämlich der Wiener Aktionismus Pate stehen. Der Brief an Klemmer bildet in dieser Literarisierung einen wichtigen Zwischenschritt, denn er ist die erste Stufe einer Veräußerlichung, mit der Erika ihre bisherige Schambesetzung überwindet, indem sie aufschreibt, was sie, wie es heißt, nicht einmal laut auszusprechen wagt, kann sie ihre Qual zum ersten Mal einem zweiten gegenüber äußern. Ihr Brief ist aber gleichzeitig mehr, als seine Gattungsbestimmung impliziert. Mit seinen Handlungsanweisungen gleicht er einem ausführlichen Skript, einer aktionistischen Performance, in der Erika die Rolle des Regisseurs einnimmt. Zwar wird Klemmer als Täter und Erika als seine Sklavin konzipiert, aber er spielt dabei nur die von ihrer Inszenierung vorgegebene Rolle. Zitat: Tu es bitte, wann immer ich darauf Lust habe. Überrasche mich eines Tages, den ich dir noch schriftlich angeben werde. Ich werde jedes Mal erklären, wie ich es haben möchte. Also da ist eindeutig sie die Regisseurin. Als aktionistisches Projekt gelesen, zeigt Erikas Brief überaus starke Parallelen zum Wiener Aktionismus der 60er Jahre, der wiederholt mit Schnürungen und Bandagierungen gearbeitet hat. Ja, sogar schon Erikas Selbstverletzungen benutzen mit Rasierklinge, Nadeln und Wäscheklammern zentrale Utensilien des Wiener Aktionismus. Erikas Wiener Spaziergang in der letzten Szene bewegt sich nicht nur topografisch auf den Spuren des Wiener Aktionismus, der bereits im Vorgängerroman Die Ausgesperrten eine proleptische Erwähnung gefunden hat. Jetzt also aus den Ausgesperrten aus dem Jahr 1980.
Bald gibt es sicherlich Künstler, die sich selbst Verletzungen zufügen. Das werden dann die modernsten Künstler sein, die es gibt. Man geht zum Beispiel verletzt über die Straße und zeigt dem Herrn Polizeiinspektor diese starken Verwundungen als Kunstwerk vor. Rainer Witkowski, eine Figur aus den Ausgesperrten. Rainer Witkowskis visionäre Visualisierung ruft Günter Prus' Aktion Wiener Spaziergang von 1965 auf. Am ganzen Körper weiß bemalt, mit einem von der Scheitel bis zur Sohle vertikal aufgetragenen, unsauber ausfranzenden, dicken schwarzen Strich, stieg Prus im Juli 1965 im Rahmen einer Vernissage am Wiener Heldenplatz aus einem Auto und lief, Zitat, als gleichsam lebendes Bild durch Wiens Innenstadt. Rainers Beschreibung dieser Aktion ist ganz offensichtlich nach einem der zahlreichen Fotos erzählt, die Prus mit einem Polizisten zeigen. Zwar war er bei der Aktion nicht verwundet, die vertikal verlaufende Farbspur hat aber, zumindest eben in diesem bildlichen Dokumentarmaterial, stark die Anmutung einer Verletzung. Und tatsächlich hat sich Prus zur selben Zeit in Aktionen wie Selbstverstümmelung und Zerreißprobe auch wirklich verletzt. Während das Agieren im öffentlichen Raum heute eine vertraute künstlerische Strategie darstellt und ihr Provokationspotenzial verloren hat, sind Prus' Selbstverletzungen noch immer schockierend und verstörend. Als solche werden sie auch in den Ausgesperrten nochmal an einer späteren Stelle evoziert. Wiener Aktionisten werden in Bälde, man sieht es voraus, ihre Körper zerstören. Wer zerstört sich schon freiwillig seinen Körper, den er nur einmal hat, fragt Hans. Ein Künstler, der sich vielleicht selbst verstümmeln wird, und das ist gut so. Ich will mich selbst auch oft in Stücke zerreißen und diese Stücke wegwerfen. Dass Rainer in der Lage ist, den Wiener Aktionismus vorauszusehen, schreibt diesem eine zwingende Logik zu, die Rainer selbst aus seiner eigenen biografischen Erfahrung herleitet. Aus seinem Wunsch nämlich, sich selbst oft auch in Stücke zu zerreißen. Dieses Verlangen speist sich bei Rainer aus der Erfahrung gesellschaftlichen Zwangs. Und so wird auch der Wiener Aktionismus mit seinen drastischen Gewaltdarstellungen immer wieder mit der repressiven gesellschaftlichen Atmosphäre im Wien der 60er Jahre in Zusammenhang gebracht. Erika hat freilich nicht das Empfinden oder das Bewusstsein, eine Kunstaktion zu performieren. Aber gerade das fehlende Bewusstsein vom Kunstcharakter ihrer Aktion verbirgt das gleichsam organische Entstehen ihrer Aktionskunst aus der persönlichen Erfahrung heraus. Im Gegensatz zu der von den Eltern ohne Kunstverstand aufoktroyierten musikalischen Kunstausübung sind Erikas Verkleidungen, ihr Brief und ihre Selbstverletzungen schon die heimlichen, aber mehr noch die letzte öffentliche, genuin ihre eigenen Werke. Und sie sind mehr als spontane Ventile. Erikas Auftritt ist gemäß der schon zitierten Ankündigung ein von langer Hand geplantes Vorhaben. Und auch der Brief hat, so heißt es, eine jahrelange Latenzzeit. Habe ich das noch? Was hier in diesem Brief steht, Zitat, ist die Frucht von Erikas jahrelangen Überlegungen. Eine solche Analogisierung von Wiener Aktionismus und Erikas Aktionen als Selbstreflexion von Jelineks Schreiben könnte vielleicht etwas überinterpretiert wirken, wenn nicht der Text selbst einige Hinweise darauf gäbe, dass Erika selbst wohl noch unbewusst den Weg einer avantgardistischen Künstlerschaft beginnt und dabei auf Jelineks Autorschaftsgenealogie zurückgreift. Wenn es beim Aufgehen der Sonne am Morgen heißt, rot wäscht es über die Fassaden, also das ist der Morgen nach der Vergewaltigung durch Klemmer, erinnert der Text diskret an das Werk, mit dem Jelinek dem Aktionismus am nächsten gekommen ist, die unrealisiert gebliebene, gemeinsam mit Wilhelm Zobel und Aramis konzipierte Aktion Rotwäsche von 1969. Bereits im Brief gibt es eine Stelle, die sich als Mise en Abyme lesen lässt, als Rekapitulation der literarischen Genealogie der Autorin. Ihm wird soeben vorgeschlagen, dass er für Erika eine Art Schürze aus festem schwarzem Plastik oder Nylon besorgen und Löcher hineinschneiden soll,
durch die man Blicke auf Geschlechtsorgane wirft. Klemmer fragt, woher eine solche Schürze hernehmen, wenn nicht stillen oder basteln. Nur Guttkastenausschnitte bietet sie dem Mann also. Das ist ihrer Weisheit letzter Schluss, höhnt der Mann. Hat sie auch dies vom Fernsehen entliehen, dass man nie das Ganze sieht, immer nur kleine Ausschnitte, jeder für sich aber eine ganze Welt? Den jeweiligen Ausschnitt liefert der Regisseur, den Rest liefert der eigene Kopf. Erika hasst Menschen, die nicht denkend fernsehen. Der Apparat liefert Vorgegebenes, der Kopf fertigt die äußeren Hüllen dazu. Er ändert beliebig Lebensumstände und spinnt Handlungen weiter oder anders. Er zerreißt Liebende und fügt zusammen, was der Serienschreiber getrennt wissen wollte. Der Kopf biegt um, wie er es haben will. Die Schürze aus festem schwarzen Plastik ist eine Anspielung auf Jelineks Debütroman »Wir sind Lockvögel, Baby«, der in einem schwarzen Plastikumschlag erschienen war. Die Großschreibung des letzten Kolons im ersten Satz, ja, das ist hier Zeile 3, erweckt die Assoziation eines literarischen Titels. Das Hineinschneiden von Löchern lässt sich auf das Lockvögelspiel mit dem Ausschneiden und Wechseln vorgestanzter Titelkärtchen. Das sieht man hier leider nur ganz, ganz klein. Also es gab ein Blatt, wo sie sich unterschiedliche Titel ausschneiden konnten und vorne in dieses Schulheftartige Fach dann geben. Und das wiederum war eine ironische Materialisierung der Cut-Up-Technik, mit der dieser erste Roman, der erste publizierte Roman Jelineks geschrieben ist. Auch die Rede davon, dass der Text den Blick auf Geschlechtsorgane freigibt, kann man auch als Anspielung auf die Obszönität dieses ersten Romans lesen, der tatsächlich Blicke auf Geschlechtsorgane freigibt an mehreren Stellen. Die im Kontext als Abschweifung aufzufassende Passage, hat sie auch dies vom Fernsehen entliehen und so weiter, ist eine Erzählerreflexion, die hier unvermittelt auf das Fernsehen zu sprechen kommt. Erika und ihre Mutter sind zwar Fernsehende, doch überraschen die Ausführungen zu der Aktivität des eigenen Kopfes, wieder markiert durch Großschreibung, der mit den Ausschnitten des Fernsehens verfährt, wie mit gestalterischem Rohmaterial. Diese letzten drei Szenen der Passage beschreiben recht präzise das Verfahren, das Jelineks zweitem Roman Michael zugrunde liegt, in welchem Figuren und Handlungsstränge aus Vorabendserien in Adaption des Cut-Up-Verfahrens neu montiert und umgebogen werden. Erikas Brieffantasien werden demnach lesbar als Allegorisierung von Jelineks eigenem schriftstellerischem Werdegang. Wendelin Schmidt-Denglers stilsensible Lektüre unterstellt Jelineks Roman eine grundsätzliche Tendenz zur Allegorie, einen Blick, Zitat Schmidt-Dengler, der alles in allegorisches Zitat verwandelt. Auch die letzte Szene, Erikas Selbstverletzung, lässt sich in diesem Sinne als Allegorie des Romanprojekts Die Klavierspielerin lesen. Erikas Mut, sich dem öffentlichen Blick auszusetzen, entspricht Elfriede Jelineks Mut, sich mit dem Roman gleichsam selbst unters Messer zu legen, sich zum Sezierobjekt ihrer Literatur zu machen. Damit wird Erikas Messerstich lesbar als Metapher für das ästhetische Verfahren des Romans, genauer für die Art und Weise, mit der sich die Autorin hier als Figur selbst ins Spiel bringt oder besser vielleicht aufs Spiel setzt. Jelineks schockierende autobiografische Geständnisse in den flankierenden Interviews, also wo sie sagt, dass sie diese Selbstverletzungen auch selber gemacht hat und so weiter, sind daher konstitutiv für die Radikalität des Romans. Wie im Wiener Aktionismus bei Günter Pruss das Künstlerische als ob durch das Reale ersetzt wird, indem die Verletzung echt und nicht fingiert ist, kennzeichnet die paratextuelle Flankierung in Form von Interviews die dargestellten Verletzungen eben nicht nur als fiktional, sie finden nicht nur im Modus des als ob statt, sondern sind als wirklich behauptet und transkredieren damit den symbolischen Raum der Kunst in die außerfiktionale Realität, die persönliche Lebenserfahrung. Und ich bin jetzt fast am Schluss, aber vielleicht noch ein als Beispiel ein Interview,
mit André Müller aus dem Jahre 1990. Sagt Müller, in ihrem Roman Die Klavierspielerin bezeichnen sie die Heldin als formlosen Kadaver, schlaffen Gewebesack, krankhaft verkrummtes, am Idealen hängendes Witzwesen, idiotet und verschwärmt, nur geistig lebend. Jelinek, ja, so ist das. Sind Sie das? Ja, das bin ich in meinem Selbsthass, der sehr stark ausgeprägt ist. Das grausamste Bild, das Sie erfunden haben, um diesen Hass zu beschreiben, ist eine Selbstverletzung. Das habe ich nicht erfunden. Die Frau im Buch zerschneidet sich mit einer Rasierklinge die Scheide. Jelinek, das habe ich wirklich getan. Schon der Gedanke bereitet Schmerzen. Es gibt eine schmerzliche Wahrheit. Indem Elfriede Jelinek also die Realität der Selbstverletzung als eigene Erfahrung durch den biografischen Paratext beglaubigt, importiert sie ihrem Text eine nicht fiktionale Wahrheit. Der persönliche Exhibitionismus ist für ein Verständnis der ästhetischen Radikalität des Romans daher genauso notwendig wie das Wissen um die Echtheit der Selbstverletzung in den Aktionen von Günter Brus. Die avantgardistische Transgression von Kunst und Leben schafft den fiktionalen Schutzraum ab und setzt die Kunst in ein direktes, nicht aufzulösendes Abhängigkeitsverhältnis zum Leben. Erikas Übergang von Leben und Kunst führt nicht in eine andere Welt. Sie muss zur Mutter zurück. Gerade aber dieses Zwangsverhältnis zur Wirklichkeit und die daraus resultierende Gewalt konstituiert die Relevanz dieser Kunst. Und damit danke ich Ihnen für Ihre große und lange Geduld. Grazie, vielen Dank. Das war sehr intensiv. Wir haben, ich denke auch für die Studierenden und für die Schüler war doch vielleicht ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber andererseits, du hast uns gezeigt, wie man in dem Roman eigentlich nicht nur die, also diese autobiografische Züge da sind, aber wirklich so, würde ich sagen, so die Literaturgeschichte, also wie die Literatur so präsent ist, also von Kafka bis zum Wiener Aktionismus. Und magari per spezzare un pochino anche, dico qualcosa in italiano, perché magari anche più facile anche fare domande o insomma riflettere su questo testo. Mi dicevi anche che il tuo testo è anche accessibile, vero? Questo è il anche magari per riflettere ancora, lo dico soprattutto per gli studenti, magari il volume di Uta Degner è accessibile in open access, quindi questo capitolo da cui ha preso le riflessioni che abbiamo ascoltato stasera lo potete ancora, diciamo, in forma un pochino più ampia, meno condensata, anche magari leggere. Certamente tutti questi riferimenti che tu hai portato sono in parte noti e in parte non noti, nel senso che certamente credo che soprattutto per gli studenti, io parlo so che a casa ci sono magari anche esperti, quindi se qualcuno vuole intervenire poi da casa può farlo, però per gli studenti soprattutto questi riferimenti a Kafka sono stati credo molto recepiti, perché comunque sono testi che sono in parte noti, anche lo Hungerkünstler, non solo il processo. E questa frattura tra arte e vita che invece viene superata da Jelinek, per cui appunto l'arte diventa vita, la vita diventa arte, non è una semplice autobiografia, hai mostrato, ma davvero lei in scena insegnata se stessa e la propria idea di arte. Ed è questo un aspetto molto innovativo, credo, della tua lettura, oltre il biografismo. Perché insomma il romanzo è stato letto soprattutto in chiave autobiografica, oppure in chiave, mi pare di sapere, molto di rottura, no? di polemica, che c'è, però c'è anche da una prospettiva letteraria, perché il Wiener Aktionismus mostra che la sua rottura non è una polemica soltanto sul piano sociale, ma è anche un richiamo ad una particolare idea di arte. E quello che, così come non esperta, con alcuni studenti stiamo facendo un corso sul teatro e quindi tratteremo la Jelinek teatrale, però da molti passaggi che tu hai letto
questo mi sembra di aver capito che anche nella prosa Jelinek teatralizzi moltissimo, cioè che sia molto non solo drammatica ma quasi drammaturga dei saghe, no? in senso tedesco, che questo aspetto teatrale sia molto evidente. Non è proprio una domanda, però chiedo se ci sono delle domande o se siete stati completamente stessi. anche in italiano chiedo anche se ci sono da casa delle domande. Abbiamo ancora, insomma, qualche minuto. Ich schalte auch meine Kamera ein. Sì? Ich sage, dass ich habe das ein bisschen schockierend gefunden, dass sie macht einen Schnitt aus ihrer Vagina, und sozusagen. Ja. Den Scheide bedeutet das. Und ich habe das ein bisschen schockierend gefunden. Und das ist ja, schockierend, etwas Neues. Das soll es auch sein, ja. Ja, und das ist etwas Neues. Etwas Neues. Sie will so ähnlich wie eine andere Dramaturgin sein, so eine andere Schriftstellerin. So ist das etwas, hat es etwas zu tun auch mit der Expressionismus? Hat sie etwas zu tun? Ja, nicht dieselbe Jelinek. Ich sage nicht Jelinek, sondern so findet sie den Expressionismus etwas so eine Quelle, ist eine Quelle. Okay, vielen Dank für die Frage. Ich denke, Uta kann antworten. Ja, also ob auch der Expressionismus. Die Frage von Matteo war, ob unter den Quelle neben dem Wiederaktionismus dann auch der Expressionismus eine Rolle spielt. Ja, das war, ich habe zusammengefasst. Wäre mir jetzt nicht bekannt. Und also ich glaube auch gerade diese Szene, die Sie angesprochen haben, sowas kenne ich jetzt auch aus dem Expressionismus nicht. Also ich glaube, da ist sie wirklich dann näher auch an ihrer eigenen Gegenwart mit dem eben Wiener Aktionismus oder auch mit Kafka, der auch ganz radikale Szenen hat. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also literarisch habe ich nichts gefunden, was irgendwie den Expressionismus aufnimmt. Und ich glaube auch, dass sie in einem Interview auch mal sagt, es findet sie irgendwie zahm, den Expressionismus und dieses Pathos irgendwie, dieses Mensch-Pathos, damit kann sie nicht viel anfangen. Wobei man sagen muss, ihre ganz frühen Gedichte, die auch mal ein interessantes Forschungsprojekt sind, also Jelinek hat ja, bevor sie Romane publiziert hat, auch Gedichte publiziert und die haben schon ein bisschen was, vielleicht, wenn man möchte, von expressionistischem Pathos. Die hat sie dann aber später selber verworfen und es gibt auch interessanterweise kaum Forschung dazu. Das ist irgendwie immer noch so ein Gegenstand, der ein bisschen mit nicht sehr viel Wert bedacht wird. Müsste man vielleicht auch mal sich genauer anschauen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht expressionistische Anspielungen gibt. In der Klavierspielerin würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sehen und in den späteren Romanen. Sì, questo esibizionismo è più legato al binazionismo che non all'espressionismo, insomma, penso. Sehr exposed. Aber was man eben auch sieht, ist, Jelinek ist eine wahnsinnig belesene Autorin. Ja, das macht sie auch so toll für Germanistinnen und Studierende der Literaturwissenschaft, weil sie in vielen ihrer Werke gibt es eine Intertextualität. Es gibt, den Roman Lust, wo Hölderlin eine ganz, ganz große Rolle spielt und wo sie ganz virtuos auch mit Hölderlin-Zitaten umgeht. Also das ist wirklich ein gefundenes Fressen für uns Germanistinnen. Ja, man kann und ewig suchen und ewig was und finden, ewig ja, finden. Und ewig finden, ja. Aber ich denke, diese Bezüge zu Kafka waren zum großen Teil bekannt, auch genau. zu dem Hungerkünstler, ja, weil ich finde das sehr überzeugend eigentlich. Ja. Die Figur des Hungerkünstlers ist eigentlich doch Erika ähnlich, ja, dass diese Idee auch des Fressens, der sich selbst opfern und es gibt dann doch viele Ähnlichkeiten. Ja, also eben das mit den Kafka-Bezügen wird halt auf den Prozess, ja, das der ist ja Prozess ganz offensichtlich, und sonst eher diese biografischen Texte, also zum Hungerkünstler. Und das zeigt eben auch, selbst wenn man dann diese Intertextualität wahrnimmt, ist eben immer noch die Frage, welche Funktion haben jetzt diese Zitate? Ja? Also das ist nicht so, dass sie dann eine Interpretation eines Textes leichter machen, sondern ganz im Gegenteil haben die den umgekehrten Effekt, dass es dann noch
offener wird, in welche Richtung das jetzt zu verstehen ist, ne? Gerade wenn es auf so eine versteckte Art passiert. Also meine Interpretation ist eben, dass sie eben diese allegorischen Texte Kafkas da stärker im Hintergrund stehen als diese biografischen. Also wenn ich noch was zu dem Theater sagen kann, ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt diesen Brief noch einmal gelesen habe, nach langer Zeit, aus der Perspektive, die du hast, hatte ich den Eindruck, ich lese fast so Regieanweisungen von einer Theaterszene. Und das merkt man, also wenn man das, so also diese Theatralisierung ist sehr, sehr, sehr auffällig. Ja? Das heißt, sie beschreibt, wie er sich benehmen muss und in welcher Position und mit wem. Ich meine, ja, das ist so wirklich eine Theaterszene. Ja. Ja, so ist es, ja. Und das ist ja dann auch immer dieses Paradox in der Handlung, in dem Moment, in dem der Klemmer, der mag das zuerst nicht machen, in dem Moment, in dem er sich dann entscheidet, es wirklich ihr Gewalt anzutun, sagt die Erika auch plötzlich, nein, das war anders gemeint. Ja, also da ist dieser Kunstcharakter nochmal bestätigt, ja, dass es eben dann doch nicht in die platte Realität geholt werden soll, sondern dass diese künstliche Bühne auch schon im Brief offensichtlich angelegt war. So, ja, vielen Dank. Potremmo parlare a lungo. Io credo che gli studenti, soprattutto per loro, sia anche stato utile, credo, anche capire come si lavori, diciamo, su un testo, siccome ci sono diversi studenti della magistrale anche, e poi ci sono giovanissimi studenti invece che magari diventeranno ricercatori, come si lavora ad un testo anche da una prospettiva di ricerca, cercando anche di cogliere nel testo elementi, insomma, non solo di intertestualità anche, ma di attualità, in questo caso con questo focus veramente sull'idea di arte e di letteratura che diventa fondamentale. Chiedo se ci sono a casa delle altre domande. È difficile. Va bene. Altrimenti, insomma, mi congedo, ti ringrazio molto. Ti ringrazio Grazie molto per questa densa relazione. E ci diamo appuntamento per quanto riguarda il ciclo della Biblioteca Austriaca. Avremo un secondo incontro in lingua italiana il 15 di novembre sul Teatro di Nestroy. Quindi, diciamo, un'autrice che oggi abbiamo visto teatralizzata in un romanzo, però lavoreremo ancora sul teatro e sul teatro austriaco, forse poco conosciuto in Italia, ma invece, insomma, il teatro viennese molto noto. E quindi ci diamo appuntamento con Federica Rocchi per il ciclo della Biblioteca Austriaca il 15 novembre. E grazie di aver partecipato anche al numeroso pubblico che c'è stato a casa, quindi grazie ancora Uta e buona serata a tutti.